So Leute und willkommen zu einem weiteren Let's Create, diesmal mit Photoshop. Ich habe jetzt vor, ja auch ein paar Photoshop-Tutorials zu machen, nicht in der Expertenebene, sage ich mal, aber so die Grundlagen. Und ich werde alles unter den Aspekt Let's Create legen, sage ich mal. Also ich werde überall jetzt sagen, bei jedem Tutorial, was ich mache, Let's Create, was einfach was anderes ist als einfach nur stumpf Tutorial, zumal ich bei meinen Let's Creates auch nicht das typische Tutorial machen möchte, wo ich jedes einzelne Icon erkläre und sonst was, sondern euch einfach was zeige, wie ich was mache und vielleicht so ein bisschen erkläre, wie das geht. Ich habe mir jetzt überlegt, da mich der Spiele Games jetzt wieder auf die Idee gebracht hat, einen neuen Hintergrund zu gestalten, habe ich das einfach mal vor. So, und das zeige ich euch jetzt einfach mal, wie ich das mache. Wie gesagt, erwartet jetzt nicht allzu viel Erklärungen von mir, aber ein bisschen was werde ich erklären. Zunächst einmal, das ist Photoshop CS4, also schon eine etwas ältere Version. Und ich habe mir schon überlegt, was ich denn alles einbringen möchte in das Ganze. Also ich habe mir schon rausgesucht, irgendwelche Bilder von Google, welche Icons ich einbauen möchte und so weiter. Und ja, zunächst gehe ich mal ganz kurz unter meinen YouTube-Ordner und suche mir eine bestehende Datei, zum Beispiel Orange 1, das ist jetzt mein jetziger Hintergrund. Und ich mache das hier mal weg. Ich werde euch einfach mal ein Moment, ich mach mal. Ich brauche ein bisschen Musik, tut mir leid. Ich habe mir jetzt während des Sales auch nochmal Binding of Isaac Musik runtergeladen. Also gekauft für 30 Cent oder so. Gönnt man sich ja sonst nicht. So, ich werde euch mal unten in die Beschreibung einen Link packen, wo ich nochmal eine Datei hochlade, die mir ebenfalls der Spiele Games damals mal zugesandt hat, wo man quasi schon eine Vorlage hat von all dem, was man braucht. Ich werde jetzt mal das hier alles löschen, was wir nicht brauchen. So, denn da war alles das hier bei. Die Farbüberlagerung mache ich mal ganz kurz weg. Also die Datei sah so aus. Und mit diesen Dingen kann man schon richtig gut arbeiten, weil ich habe erstens dieses Ding, was ich außen einblenden kann. Also das sind hier die Ebenen, die verschiedenen. Und dann habe ich einmal schon das hier, wo ich dann genau sehe, wo die Begrenzung ist, damit ich sehe, was zu sehen sein wird auf dem Hintergrund und was nicht. Dann habe ich hier einmal unten den Fade, den habe ich jetzt auf der Deckkraft ein bisschen was runter gemacht. So dass man quasi unten, weil unten hört es ja irgendwann schwarz auf. Das kann ich aber auch eigentlich bis grundsätzlich ein bisschen weglassen, weil ich das meistens so mache, dass wenn ich auf einem Kanal bin oder auf meinem Kanal ist, dass der Hintergrund nicht mitscrollt oder der scrollt mit. Also es geht nicht weiter nach unten. Ihr seht immer das gleiche Bild, egal wie weit ihr nach oben oder unten scrollt. Dann haben wir hier dieses Ausfaden an der Seite. Auch das habe ich von der Deckkraft ein bisschen runtergestellt. Also finde ich es ein bisschen stark. Und so, ja, so 75 oder so geht noch so. Und eben ein Hintergrund, weil ohne Hintergrund ist das Ganze transparent. Diese grau-weißen Punkte ist der Hintergrund oder ist das Transparente und das wollen wir nicht. So, grundsätzlich mache ich das erstmal aus. Das brauchen wir zunächst einmal nicht. Ich habe mir auch schon überlegt, was ich denn jetzt so alles mit einbringen möchte. Backdrop. Das werde ich jetzt mal so machen. Wir haben hier natürlich eine Reihe an Auswahlmöglichkeiten. Ich erkläre mal ganz kurz. Hiermit können wir einfach Sachen verschieben. Also wir können eine Ebene hier anklicken und diese Ebene dann verschieben. Oder nur diese Ebene. Eine andere Ebene kann ich in dem Moment nicht verschieben. Jetzt verschiebe ich wieder was anderes oder den Backdrop. Und ja, hiermit kann ich etwas markieren und das bewegen. Logischerweise auch nur auf der einen Ebene. Also alles passiert eigentlich nur auf einer Ebene, das meiste zumindest. Dann ein Lasso habe ich eigentlich persönlich noch nie benutzt. Damit kann man Sachen quasi einfangen. Ein Zauberstab, damit kann man gleich, werden wir gleich sehen, kann ich zum Beispiel gleichfarbige Ebenen oder gleichfarbige Flächen oder ähnliche Flächen quasi so markieren und dann damit zum Beispiel bewegen. Bringt jetzt hier bei einer Ebene, die genau gleich aussieht überall, bringt das jetzt nicht so viel. Zuschneiden, damit können wir einen bestimmten Bereich auswählen. Also zum Beispiel, wir sagen, wir wollen nur dieses hier sehen, können dann jetzt sagen, freistellen. Also, dass dann der rechte Bereich, der jetzt hier schwarz ist, der wird dann komplett wegfallen. Der wird gar nicht mehr existieren. Das wollen wir jetzt aber nicht. Nicht freistellen.
Dann, was haben wir hier? Das habe ich persönlich noch nie benutzt. Bereichsreparaturpinsel. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auch das ist so eine Sache. Ein Tutorial sollte natürlich so sein, dass man alles weiß irgendwie. Ich weiß nicht alles, deswegen, aber ich brauche auch nicht alles. So, mit dem Pinsel logischerweise können wir Sachen einzeichnen. Auch hier haben wir jetzt eine Reihe an Pinseln, die wir auswählen können. Außerdem hier halt die Deckkraft und den Fluss. Den Fluss erkläre ich mal ganz kurz. Mit dem Fluss können wir, wenn wir über Sachen drüber gehen, ihr seht, wenn ich jetzt Fluss auf 100% habe, dann kann ich immer wieder über das gleiche drüber gehen. Das wird nicht dunkler. Wenn ich jetzt Fluss auf, sagen wir mal, 20% oder so schalte, dann kann ich immer wieder da drüber und es wird so langsam dunkler. Bei 20% sieht man das jetzt nicht allzu sehr. Hier hat man das gerade ein bisschen mehr gesehen. Hier kann ich immer wieder drüber und es wird so langsam immer dunkler. Seht ihr das? So, das war jetzt irgendwie eine falsche Tastenkombination. So, übrigens, mit Steuerung und Z kann man rückgängig machen, aber nur eine Sache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier hin pinsel und hier hin pinsel und hier hin pinsel, kann ich mit Steuerung Z immer nur das eine wegmachen. Steuerung Alt und Z macht die anderen auch noch weg. So, Fluss habe ich normalerweise aber auch immer auf 100%. Ja, Deckkraft ergibt sich eigentlich von selber. Wie deckungskräftig das halt ist. Ja, zu den Modi kommen wir hier später noch. Hauptdurchmesser ergibt sich eigentlich auch. Je kleiner die Zahl, desto kleiner ist auch der Pinsel. Und je größer die Zahl, desto größer der Pinsel. Gut, schauen wir nochmal ganz kurz nach Musik. Ich habe hier noch nicht so reingehört. Ich aber ganz kurz jetzt nebenbei machen. Hier haben wir den Kopierstempel. Damit können wir einen Bereich auswählen mit Alt und können dann auf einer anderen Ebene oder können dann woanders diesen Bereich markieren oder kopieren. Macht auch hier wenig Sinn, weil alles gleich aussieht. Was haben wir hier? Ein Kunstpinsel. Damit können wir irgendwas machen. Weiß ich nicht. Kunstprotokollpinsel, keine Ahnung. Genau, wenn hier unten rechts so ein kleines Zeichen angezeigt wird, so ein kleiner Pfeil, dann können wir da länger drauf gedrückt halten und können dann noch weitere Optionspunkte damit auswählen, sag ich mal. Also mein Pinsel zum Beispiel noch ein Buntstift oder so. Ja, Radiergummi ergibt sich von selber. Ein Verlauf, so können wir einfach einen Verlauf erstellen. Mit dem Wischwerkzeug, ja, das Ganze kann ich euch so schlecht erklären, weil der Hintergrund gleich aussieht. Damit können wir halt Sachen verwischen, also verbiegen, sage ich mal ein bisschen. Auch hier gibt es wieder andere Scharfzeichner, Weichzeichner. Also dass zum Beispiel beim Weichzeichner das Ganze, dass die Schärfe halt ein bisschen verschwindet, dass das Spitzen halt so ein bisschen ab, ja, kann ich schlecht erklären irgendwie. Ich glaube, Weichzeichner kennt das jeder nicht unbedingt. Also wenn ich jetzt ein Bild habe und das mit dem Weichzeichner drüber gehe, dann sieht das so langsam aus, als würde das so verschwimmen, so ein bisschen. So, was haben wir hier? Nachbelichter habe ich auch noch nie benutzt und Schwarm ebenfalls nie. Ja, Zeichenstift. Den wird man bei Formen ab und zu mal brauchen, falls man sich irgendeine Form erstellen möchte. Da kann man die damit noch ein bisschen bearbeiten und sowas. Text ergibt sich von selber. Fahrtauswahl. Ja, und hier können wir halt Sachen erstellen, also zum Beispiel ein Rechteck. Da kann man hiermit zum Beispiel auch einen Ankerpunkt hinzufügen. Und mit der Direktauswahl von diesem Pfad kann man dann zum Beispiel einzelne Sachen hiervon benutzen und nehmen. Und mit der Pfadauswahl kann man das Ganze benutzen. Ebenfalls mit der Direktauswahl oder beziehungsweise mit dem Punkt umwandeln können wir hier die Biegung noch so ein bisschen ändern. Also diese Kreise, ihr seht's. Gut, aber was? Ja, kann weg. So, okay, wir wollen jetzt langsam anfangen. Ich habe mir gedacht, Backdrop, auch hier, da gibt es jetzt wieder einige Optionen, die ich euch jetzt erklären könnte, die ich euch aber im Laufe der Zeit, glaube ich, erklären möchte besser. Kommen wir erstmal zur Farbüberlagerung. Das war das Orange, was ich benutzt habe. Wir benutzen ein Grün dieses Mal, aber nicht so ein Grün, sondern eher so ein Grün.
So, hier oben haben wir eine Füllmethode. Das reicht jetzt von Normal bis Luminanz. Wie die aussehen, kann ich euch jetzt hier schlecht erklären. Zeige ich euch gleich bei einem Bild. Ja, Verlaufsüberlagerung. Damit kann man dann eben einen Verlauf drüber decken, sage ich mal. So, aber kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die wir öffnen wollen. Denn, wie gesagt, ich habe mir schon ein paar Sachen ausgesucht, die ich mit einbringen möchte. Unter anderem Caesar von GTA San Andreas. Hier öffnet sich jetzt eine neue Datei. Die werden wir jetzt einfach mal komplett markieren. Steuerung C für kopieren. Und fügen wir hier ein. So, wie ihr seht, den haben wir jetzt hier. Das ist auch eine eigene Ebene. Den kann ich so bewegen, wie ich möchte. Und hier kommen wir jetzt zu ein paar Möglichkeiten, wie wir das Ganze einbringen können. Wir sehen, wenn ich das jetzt so überlagern würde, das wird nur halb geil aussehen. So, was wir also machen, oder was wir machen könnten, ist, dass wir zunächst einmal hier bei der Füll-Option ein bisschen was ändern. Also beispielsweise sprenkeln. Das ändert kaum was. Abdunkeln. Dann sehen wir schon, da ändert sich das Ganze ein bisschen. Also der Hintergrund, der scheint irgendwie ein bisschen durch. Multiplizieren ist einer der Varianten der Füllmethode, die ich eigentlich am meisten benutze. Weil auch dann dort die weißen Stellen verschwinden und quasi durch den Hintergrund ersetzt werden. Ihr seht, das weiße T-Shirt oder das weiße Tanktop ist jetzt quasi grün geworden, weil dieses weiße Tanktop eben weiß ist und multiplizieren das Weiß verschwinden lässt. Das rote Auto ist immer noch ein bisschen zu erkennen. Da aber auch dort ein bisschen weiß drin ist, erkennt man es noch. Die schwarzen Stellen hier unten haben sich kaum verändert. So, das gleiche eben bei negativ multipliziert, nur da bleiben die weißen und werden die dunklen weggemacht. Ihr seht hier unten, das Dunkle ist jetzt fast ganz grün, aber eben nicht ganz, weil das Ganze nicht ganz schwarz war, sondern so ein Grau, also war auch ein bisschen weiß drin und das Weiße bleibt. So, das sind eigentlich so die wichtigsten. Differenz, ja, sind dann halt die umgekehrten Farben. Ja, Farbton und sowas, die sind eigentlich alle unwichtig. Was ich noch oft benutze, ist die Luminanz. Dadurch wirkt das Ganze so ein bisschen, also es wirkt ein bisschen schwarz-weiß mit dem Hintergrund quasi. Wie genau die jetzt alle definiert sind, weiß ich auch nicht. Erstmal brauchen wir jetzt aber nur normal, denn wir werden jetzt erstmal den Zauberstab benutzen, um ein bisschen was wegzuradieren. Wir können auch hier wegradieren, tralala. Das machen wir aber nicht. Das wird hier ein bisschen zu doof. Da müssen wir dann immer ganz genau arbeiten. Das machen wir nicht. Wir machen erstmal Musik an. Das hier zum Beispiel. Ja, ist doch ein ruhiges Lied. So, wir benutzen den Zauberstab, klicken einmal drauf und sehen, es passiert, ja, ein bisschen was. Klicken wir nochmal drauf und da sehen wir schon, er hat jetzt einen Bereich markiert, der eigentlich genau passend für uns ist. Das Gute ist, dass dieses Bild, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen näher ran, dass dieses Bild, wie ihr schon seht, dicke schwarze Konturen hat. Also Caesar ist nicht einfach nur Caesar, sondern er hat auch hier so komplett dicke schwarze Konturen. Ich weiß kein anderes Wort mehr dafür. Umrandungen, die es uns leichter machen, dass wir einfach diesen Bereich ausschneiden können, der eben von der Farbe schwarz abweicht. So, wir können also diesen Bereich jetzt ganz behutsam wegradieren. Wir können auch jetzt hier drüber gehen. Das macht nichts. Auch wenn ich hier jetzt radiere, das bringt nichts, weil dieser Bereich nicht markiert ist. Ihr seht, nur der markierte Bereich wird jetzt entfernt. So, zack. Weg ist der markierte Bereich. So, wir gehen nochmal auf den Zauberstab und können hier unten nochmal fast perfekt alles wegmachen. Wir sehen, da unten ist noch so ein kleines bisschen frei. Vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Achso, das Ding, das übernimmt eine bestimmte Farbe und können die dann einsetzen. So, ja, das ist scheiße. Da müssen wir dann gleich nochmal hin. Wenn wir dann ein bisschen, ja, wenn wir dann ein bisschen dran sind. So, und was ich übrigens vorhabe, ist, dass wir nur Caesar und sein Auto da haben. Den Rest wollen wir gar nicht. So, Shortcut für Zauberstab ist eben W. Also einfach W, dann können wir auf den Zauberstab. Und E ist ganz schnell das Radiergummi. Ist also ganz passend. W und E liegen nah beieinander. Also geht das recht zügig. So, da habe ich jetzt gerade ein bisschen missgebaut. Denn, wie wir sehen, ich gehe mal näher ran. Hier, ihr seht, die schwarze Kontur ist noch ein bisschen mit in diesem Zauberstab drin. Das wollen wir nicht.
wollen das nur dieses andersfarbige in drin, dieses ganz schwach blaue. Wir wollen nur, dass das weg ist. Also müssen wir da jetzt ein bisschen schauen. Was ist dafür einer? Eigentlich der Kurzbefehl M, okay. Also wir können quasi den Zauberstab können wir wieder mit M aufheben. Wir klicken einmal und zack ist das Ganze weg. Ich brauche nochmal Musik hier. Also ihr seht, das wird hier kein perfektes Tutorial. Das wird einfach so sowas für zwischendurch. Ich glaube, ich gehe auch mal auf den richtigen Zauberstab. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, einen großartigen. Ja, scheinbar schon. Jetzt wurde ich angeschrieben. Ja, egal. So. Zack. So. Ich finde übrigens die Lupe von CS5 viel geiler, denn da kann man einfach draufdrücken und dann nach links und rechts das Ganze bewegen und automatisch vergrößert und verkleinert er das Bild. So finde ich das irgendwie unpraktisch. Wenn man so einen Bereich markiert. Ja, das ist jetzt ein bisschen zu nah. Da erkennen wir gar nicht mehr, was wir da jetzt eigentlich brauchen. Denn wir brauchen nur dieses braune kleine Stück da. Ups, nicht den Pinsel. Jetzt mal den Pinsel eh mal kleiner machen können. Stört ja auch nicht so. So. Naja. Reicht das? Er sieht jetzt hier ein bisschen stumpf aus, ne? Machen wir mal rückgängig. Dann müssen wir das anders machen. Dann gehen wir da mal noch näher ran. Ups, ich muss mehr rückgängig machen. So. So, gehen wir mal noch kurz. Loop ist übrigens Z für Zoom. Gehen wir noch näher ran. Wir müssen das Ganze jetzt ein bisschen umständlich machen. Müssen wir mal einen kurzen kleinen Pinsel machen. Auch nur 6 Pixel ist schon groß. Härte mache ich auf, machen wir mal 82%. Also Härte ist, ja, das sehen wir gleich. Werde ich gleich nochmal kurz erklären. Und dann müssen wir das hier mal kurz so wegretuschieren. Ist jetzt vielleicht nicht die geilste Möglichkeit, aber besser als, dass wir dann so doofe Stellen da haben. Ja, fehlt noch ein bisschen was. So. Ja, das geht schon. Das sieht doch gut aus. Genauso wollen wir das haben. Was wir jetzt noch machen, ist ganz kurz, genau, wir markieren das Ganze, haben wir ja hier. Und, achso, hier unten, das Braune muss noch weg. Ja. Dann machen wir das mal schnell. Ja, gut, vielleicht nicht mit dem kleinen Pinsel. So. Fehlt aber immer noch was, ne? Ah. So. Um mal ganz kurz die Härte zu erklären, gehen wir mal ganz kurz auf den Pinsel. Nehmen das hier, das hat Härte 0. Wir zeichnen damit einmal. So, das ist. Ja, das ist ein bisschen klein. So, das ist beispielsweise jetzt mal Härte 0. Und das ist Härte 100%. Ihr seht den Unterschied. Härte bestimmt quasi, wie weich der Übergang nach außen ist. Also, 0 ist quasi. Sieht schon ein bisschen aus wie so ein normaler Verlauf. Und Härte 100% ist quasi ein. Ja, können wir wie so ein Stempel vergleichen. Nichts, was irgendwie überläuft oder so. Ne? Ihr seht ja den Unterschied. So, was wir jetzt machen ist, wir stellen mal kurz das hier ein. Und verschieben diese Ebene ein bisschen. So. Moment mal. So. Machen das Ganze ein bisschen kleiner. Das nochmal kurz rückgängig. Ich habe mich gerade gewundert, warum dieser Bereich so klein ist. Aber gut, das Bild ist ja allgemein kleiner geworden. So, und machen das jetzt mal so ein bisschen passend. Ich sag mal, circa so. Dann sieht man ihn noch. Er ist nicht zu groß, nicht zu klein. Und wir wollen das Ganze natürlich anwenden. So, damit wäre schon ein Stück geschafft. Das ist jetzt unser erstes Ding, was wir jetzt eingebaut haben. Ich schau mal ganz kurz auf die Uhr. Ja, alles klar, hat ein bisschen jetzt gedauert, aber gut. Fügen wir das nächste Bild ein. Also öffnen. Und was ich gerne mit einbauen möchte, ist dieses Ding hier. Das habe ich mal vor langer Zeit gefunden, aber irgendwie nie so wirklich verwenden können. Das wollen wir diesmal drin haben. Kopieren das Ganze also wieder. So, zack.
Da sehen wir, das ist nicht ganz, also nicht ganz füllend. Das machen wir also mal ganz kurz größer. Größer ziehen können wir das Ganze, indem wir Shift gedrückt halten und an eine Kante gehen. Übrigens, falls ihr so ein Ding markieren wollt und irgendwie Photoshop zum ersten Mal installiert habt oder so, dann sind diese, oder kann es sein, dass diese Punkte an den Enden, die zum Bewegen hier dienen, das kann sein, dass sie nicht angezeigt werden. Dann müsst ihr hier unten, hier oben auf Transformationssteuerung gehen. Da oben, da ist so ein Häkchen und wenn wir das rausmachen, dann können wir die nicht verändern. Dann bleiben die immer gleich groß. Wir können die nicht größer oder kleiner ziehen. Aber wenn wir Transformationssteuerung anhaben, können wir die eben transformieren und größer machen. Und wie gesagt, Shift bzw. Umschalt verhindert, dass das Ganze quasi so gestreckt oder nicht gestreckt, sondern gestaucht oder gestreckt wird. Sondern quasi immer gleich bleibt, beziehungsweise hier. Ah, okay, hier ist das gar nicht so. Merke ich gerade zum ersten Mal hier. Hier geht das. Aber hier an den Enden geht das gar nicht. Das geht scheinbar nur an der untersten Kante, beziehungsweise an den, allgemein an der Ecke. So, wir ziehen das bis hier. Anwenden. Und jetzt seht ihr, das sieht ein bisschen doof aus. Wir packen das Ganze nach unten, aber noch über die Backdrop-Ebene, wo die Farbe drauf ist. Würde ich das jetzt wegmachen, würden wir die Farbe wieder sehen. Wir haben ja gelernt, wir können etwas anwenden, womit Farbe im Hintergrund verschwindet. Also zum Beispiel, also diese Füllmethode ändern. So, was ich jetzt also anbieten würde, da wir hier relativ viel Weiß haben, ist, dass wir Füllmethode auf Multiplizieren setzen und sehen, aha, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da scheint jetzt das Grüne statt das Weiße durch. Und was man jetzt auch noch machen kann, ist natürlich die Deckkraft hoch oder runter stellen, damit das Schwarze noch ein bisschen weniger oder mehr zu sehen ist. Ich mache mal so auf 75% circa, dass es nicht ganz so stark ist. So, das dient jetzt nochmal als Hintergrundebene, einfach nur so, hatte ich sonst noch nie drin. Aber jetzt halt einmal schon. So, nächstes Bild, welches nehmen wir? Ich hatte mir überlegt, dass wir, mal ganz kurz schauen, wo das ist. Dieses hier benutzen. Das finde ich nämlich ziemlich cool. Das ist von Guildhall 2 irgendein Artwork, das gezeichnet wurde. Und das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Das werden wir mal kurz ein bisschen kleiner machen, damit wir diesen Typen hier unten in der Ecke sehen können. Ich mache das mal circa so. Und auch hier, sobald wir den irgendwie größer oder kleiner gezogen haben, müssen wir einmal auf M klicken, beziehungsweise oben auf das Symbol und sagen Anwenden. Ob man das irgendwie anders machen kann, dass man sagt, okay, der soll das immer anwenden, weiß ich nicht. Habe ich bisher nicht gefunden, die Option. Aber, gut. Schauen wir mal ganz kurz nach anderer Musik. Ich muss da sagen, Mass Effect 3, mittlerweile finde ich diese Musik ziemlich cool. So, auch hier sagen wir jetzt, dass wir ein bisschen was herauslöschen wollen, weil so wollen wir das nicht. Und, übrigens, wenn wir hier eine Ebene markieren, können wir auch direkt hier oben sagen multiplizieren. Das sieht zwar in Ordnung aus, aber noch nicht so ganz nach dem, wie ich es haben möchte. Zunächst einmal können wir das Ganze sowieso ein bisschen weiter nach unten schieben. So. Und was wir noch haben möchten, ist ein bisschen was gelöscht haben, aber nicht in dem Rahmen, wie wir es jetzt bei Caesar gemacht haben. Bei Caesar hatten wir jetzt relativ klare Farben. Hier haben wir jetzt alles durcheinander gewürfelt. Und da kann man schlecht mit diesem Zauberstab arbeiten. Deswegen machen wir das so. Ich mache die Härte auf 0, die Deckkraft auf nicht 0, aber so 20 circa. Wir machen den Shift erstmal noch ein bisschen größer, damit wir hier quasi einen klaren Übergang hinbekommen und quasi hier ab und zu immer so drüber streichen können, damit man hier oben diesen Übergang verliert, wie ihr seht. Das mache ich hier innen drin auch mal ein bisschen. Dass quasi das, wo der Himmel normalerweise ist bei diesem Bild, dass das quasi ein bisschen durchscheint. Wir machen das mal so. Die Bäume sollen dabei aber nicht verschwinden. Die sollen noch zu sehen sein, zumindest ein bisschen. So, hätte ich jetzt die Deckkraft auf 100%, wird das Ganze vielleicht ein bisschen problematisch sein. Da man dann relativ schnell Schwierigkeiten haben kann. Was außerdem noch hilft, was ich jetzt gar nicht gezeigt habe, ist, wenn wir eine Maske erstellen, das zeige ich euch beim nächsten Bild, was es ist. Die hilft uns zumindest bei solchen Sachen, wo wir hier so Sachen ausradieren müssen. Ich mache mal die Deckkraft trotzdem ein bisschen höher.
So, diesen Innenraum machen wir noch hier kurz ein bisschen weg. Ja, das vielleicht nicht unbedingt. Dazu ist die Deckkraft zumindest zu hoch. Das ist quasi noch so ein bisschen durchscheint, aber nicht alles. So, und sagen jetzt multiplizieren. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, vielleicht könnte man da auch die Deckkraft noch so ein kleines bisschen runterstellen. Eigentlich nicht. Da würde ich lieber sagen, hier machen wir die Deckkraft bei diesem Hintergrundbild noch ein bisschen runter. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, importieren wir ein weiteres Bild. Hier muss ich erstmal ganz kurz schauen, welches ich denn da jetzt nehme. Ich hatte vor, Dragon Age mit einzubauen, weil auch das bald als Let's Play kommen wird oder irgendwann. Und ich eigentlich Bock hätte, diesen Drachen mit einzubauen. Ach genau, und Dark Souls wollte ich auch noch mit einbauen. Ja, gut, nehmen wir erstmal das hier. So, genau das wollen wir einbauen. Zack, kopieren. Also Steuerung A zum Markieren von allem. Und dann kopieren. Also Steuerung V. So, und dieses Ding können wir jetzt bestimmt auch geil einbauen. Das würde ich am liebsten hier zwar so in die Ecke packen. Allerdings, der Dark Souls Charakter, den importiere ich auch mal ganz kurz, damit wir beides auf einer Ebene haben. Der guckt quasi in die gleiche Richtung. Und da muss ich eins von beiden spiegeln. Und ich mache eigentlich lieber, oder ich spiegel da besser den Drache. Weil das nicht ganz so auffällt. So, zunächst einmal machen wir das Ganze ein bisschen kleiner. Damit wir damit ein bisschen besser arbeiten können. Und hier, wenn ich jetzt hier multiplizieren klicke, ihr seht, das bringt kaum was, weil nur das Weiße durchscheint. Das Weiße ist in diesem Fall nur dieser leuchtende Kreis, ansonsten nicht viel. Wenn wir jetzt negativ multiplizieren machen, macht das Ganze, ja, macht auch nur halb Sinn, weil irgendwie das Ganze ein bisschen zu dunkel ist, das ganze Bild. Da muss man jetzt einfach mal vielleicht ein bisschen rumprobieren, was da am besten ist. Ich schaue mal ganz kurz, ja, komm, nehmen wir das hier. Moment, erstmal anwenden, bevor wir hier wieder was verwenden, was anders machen können. Negativ multiplizieren ist nicht vielleicht das Geilste. Schauen wir einfach weiter. Klicken einfach uns mal durch. Luminanz finde ich, wie gesagt, auch immer geil. Das kann man auch immer gut benutzen. Bei diesem Fall, bei diesem Bild jetzt wahrscheinlich nicht so ganz. Luminanz, ihr seht, da sehen wir jetzt nur, ups. Bei Luminanz, das ist irgendwie gerade scheiße. Bei Luminanz sehen wir, da scheint nur das Rote durch quasi. Das Schwarze bleibt schwarz. Hat bestimmt auch einen coolen Effekt bei bestimmten Bildern, wenn man quasi nur so einen bestimmten Teil durchscheinen sieht. In diesem Fall ist das aber eher nicht das, was wir wollen. Deswegen löschen wir das Bild, das können wir nicht gebrauchen. Ich kann natürlich jetzt auch das Schwarze hier ausschneiden und alles, das ist mir aber zu viel Arbeit gerade. Ich habe aber noch ein anderes Bild. Und zwar habe ich das... Na hier, aber das will ich nicht benutzen. Ich habe noch ein komplett weißes mit dem Drachen, falls ich das hier irgendwo noch habe. Irgendwie habe ich das hier nicht. Habe ich das hier? Es ist, glaube ich, weg. Hier habe ich normalerweise die Dateien, die ich für die Bilder benutze. Aber meistens benutze ich das gar nicht mehr so. Okay, dann, ups, für den Livestream, das brauchen wir nicht. Okay, ist irgendwie weg. Schade. Dann müssen wir vielleicht irgendwas anderes benutzen statt Dragon Age. Dann sage ich mal ganz kurz so. Das hier benutzen wir leider jetzt schon mal ganz kurz. Machen das Ganze ein bisschen kleiner. Den würde ich dann irgendwie gerne hier so reinpacken. Hier, erstmal nochmal Musik wechseln. Auf. Das hier. So, hier werde ich jetzt zunächst einmal ein bisschen was radieren müssen, glaube ich. Das mache ich mal ganz kurz weg. Ihr seht, hier, das sieht jetzt ein bisschen scheiße aus, das sieht man aber im Endeffekt nicht, das kann man also so lassen. Das packe ich mal ganz nach oben. Wir werden mal ganz kurz was wegradieren, und zwar das Dark Souls da unten. Ja, da kann ich eigentlich die Deckkraft auf 100 machen. Ja, ich will ihm da aber auch nichts wegradieren. Vielleicht Härte ein bisschen höher. So.
Den Rest, ich weiß gar nicht, wie das jetzt so gut geht. Nee, das funktioniert nicht so gut. Der Zauberstab, der macht da seine Arbeit nicht ganz so geil. Da radiere ich, glaube ich, nicht ganz so viel Geiles weg. Also, beziehungsweise auch viel Scheiße radiere ich da weg. Das wollen wir nicht. Da mache ich das Ganze mal ein kleines bisschen anders. Machen das Ganze wieder so wie gerade eben. Indem wir hier quasi so ein bisschen außen rum zeichnen. Dass der schwarze Effekt hier nicht mehr ganz so stark ist. Wobei ich hier beim Schwert, glaube ich, schon wieder ein bisschen missgebaut habe. So, hier können wir noch ein bisschen was machen. So, so reicht das. Und dann schauen wir mal ganz kurz, wie wir das machen. Multiplizieren. Sieht. Ja, hat auch was. Aber da müsste ich den ganzen Hintergrund schwarz machen. Das möchte ich nicht. Negativ multiplizieren. Wie sieht das aus? Sieht irgendwie auch nicht so geil aus. Scheiße. Luminanz wäre wieder das gleiche. Wie mit multiplizieren eigentlich. Ja, gut. Da passt das dann ja auch nicht so ganz geil. Ist ja schade eigentlich. Weil das Bild wollte ich eigentlich gerne mit einbringen. Aber wie gesagt, so ganz schwarz, das passt hier nicht hin. Wie machen wir das dann? Ich möchte jetzt auch nicht das ganze Bild ausschneiden und quasi so als normal hinklatschen. Das wäre zwar geil, aber da müsste ich hier das Schwarze alles ausschneiden. Da habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Ich schau mal ganz kurz, wie das hier mitklappt. Naja, hier sehen wir der Schweif da hinten. Nee, das ist viel zu ungenau. Dann müssen wir auch das erstmal recyceln. Das können wir auch nicht gebrauchen. Schade, schade. Da müssen wir irgendwelche anderen Bilder benutzen. Wo wir gerade beim Überlegen sind. Ich bin mal ganz kurz AFK. Und wir sehen uns jetzt jede Sekunde wieder. Dann überlege ich auch direkt mal, was wir noch einbeziehen können. Also bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ja. Erstmal Musik wieder an. Und zwar das hier mal. So, die Sache ist jetzt, ich weiß noch nicht so ganz, was ich jetzt einbringen möchte. Ich will eigentlich bei den Sachen bleiben, die ich gesagt habe. Ich schaue mal ganz kurz. Ich habe jetzt schon mal Google Bilder kurz aufgemacht. Dark Souls. Ich würde das furchtbar gerne mit einbringen, eigentlich. Ich fand auch das Bild nicht schlecht. Wenn das aber nicht reinpasst, könnte man zum Beispiel sowas mit einbringen. Oder? Ja, ist die Frage, ob der passt. Ich meine, es wäre zumindest einfach. Man geht einfach auf Multiplizieren und dann passt es ja. Das Weiße ist weg, das Schwarze bleibt. Wäre ganz easy. Aber, ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, und das ist eben das, was ich haben wollte. Das würde auch gehen, theoretisch. Das wäre auch nicht schlecht. Das sieht aber ein bisschen normal aus. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ups. Schau mal. Das ist mir irgendwie zu normal. Ich schau mal ganz kurz, ob ich das, was ich als Titelbild habe, ob ich das benutzen kann. Ich will mal ganz kurz schauen, wo das ist. Genau hier. Das habe ich ja bei Dingens als Titelbild. Oh, irgendwas habe ich hier angeschaltet. Irgendwelche Hilfslinien. Glaube ich. Wollte ich gar nicht. Ja, habe ich ja bei Facebook auf der Seite als Dingens. Titelseite. Und vielleicht können wir ja das benutzen. Da wäre es theoretisch am geilsten, wenn wir dann nur das rechte hier benutzen, das rechte Bild, was quasi genau das gleiche ist, was wir hier geöffnet haben, nur in schwarz und weiß. Was wiederum bedeutet, wir können hier multiplizieren drücken und sehen, ja, das sieht in Ordnung aus. Rote, naja, finde ich jetzt nicht ganz so geil. Zumindest nicht in diesem Bezug. Dann machen wir das aber so, wir machen Härte auf 100% und radieren das alles hier weg. So, denn das brauchen wir nicht. Aber zu viel schon wieder. So. Das auch nochmal. Okay, das kann eigentlich auch weg. Das brauchen wir nicht. Hier ist das Problem. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Zauberstab jetzt gut bekomme. Ja.
Wenn ich das wieder wegradiere, dann sieht zwar in Ordnung aus, aber ja gut, da habe ich jetzt auch was vom Schädel weggemacht und hier, das sieht irgendwie auch komisch aus. Das passt nicht zu dem Rest. Deswegen machen wir das mal weg. Oder wieder da, meine ich. Oder wieder hin. Oh, da unten fehlt mir noch was. Was ich nicht wegradiert habe. Wo ist es? Hier. So, das könnte man jetzt theoretisch benutzen, logischerweise. Man kann den ja hinter Caesar packen, dann fällt das nicht ganz so auf. Aber mir gefällt das Dunkle hier nicht. Das kriege ich jetzt aber auch nicht so einfach weg. Was machen wir denn da? Ich glaube, ich benutze was komplett anderes. Also, das kann weg. Das haben wir auch benutzt. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Dann schaue ich mal noch weiter. Vielleicht haben wir auch noch andere Sachen. Ich guck mal nach Dragon Age. Dann schauen wir nochmal nach so einem Drachen. Beziehungsweise nach genau diesem Drachen, nur halt in anderer Form. Da gibt es auch noch so ein komplett weißes, nur mit dem Drachen am Rand. Das wird eigentlich ganz gut passen. Machen wir hier als Kritikpunkt weiß. Genau sowas hier zum Beispiel. So, das ist von der Auflösung her noch ein bisschen größer, dann können wir das noch gut benutzen. Wenn das verfügbar ist. Ja. Benutzen wir das. Bild speichern. Zack. So, Datei öffnen. Unter welchem Namen war das jetzt? Egal, gucken wir kurz, oder? Dragon Age. Gibt doch immer so komische Namen. Wo dann erstmal 1000 Zahlen davor stehen. Das ist ja. So, markieren wir alles. Packen alles mit rein. Sagen erstmal multiplizieren, ob das auch geht. Ja, das geht doch gut. Zwar ist das Rot ein bisschen dunkel, aber... Ja, gut, das passt schon. So, hier, das kann wieder weg alles. So, und hier unten haben wir auch noch einen Link. Den machen wir auch weg. Ja, hier haben wir auch so einen kleinen bisschen grauen Anteil. Den sieht man aber kaum, deswegen lasse ich den mal dran. Okay, irgendwie finde ich das gerade ein bisschen ätzend, das Lied. Also, das geht noch. Ich finde, das fällt jetzt nicht so auf. Ich schaue mal ganz kurz. Farbüberlagerung geht dann nicht. Nee, das geht nicht. Das passt nicht. Beziehungsweise Farbüberlagerung können wir trotzdem machen und dann schauen, ob Multiplizieren oder so Sinn macht. Ich glaube, auch das macht wenig Sinn. Nee, das macht keinen Sinn. Nehmen wir das? Ja, theoretisch wird es gehen, aber... Ja, erst wieder anwenden. Es ist irgendwie zu dunkel, finde ich. Ups, nicht du. Und du sollst dich ein bisschen bewegen. So, ist noch ein kleines bisschen zu groß. Natürlich auch den Drachenkopf zu sehen, der soll ja auch zu sehen sein. Zumindest ein bisschen. Machen wir das mal so. Ja, es ist mir zu dunkel. Ich weiß auch nicht, wie ich das heller bekommen sollte. Mit einer anderen Möglichkeit statt multiplizieren. Einfach mal durchgucken. Da abdunkeln zum Beispiel sieht schon mal ein bisschen heller aus. Das Multiplizieren, auch wenn das irgendwie vom Namen her nicht so ganz passt. Dunklere Farbe ebenfalls, aber da sehen wir haben so ganz komische Konturen. Der Rest sieht bisher nicht ganz so edel aus. Nee. Da machen wir mal abdunkeln. Das sieht irgendwie am besten aus von denen. So. Okay, dann brauchen wir jetzt noch ein letztes Bild. Ich schau mal eben. Ob wir nicht hier noch eins haben, was wir benutzen können. Ich überlege natürlich immer, was für Spiele ich gerade spiele, was ich Let's Play gerade oder was noch kommt. Und suche dann danach aus. Aber da ich jetzt mittlerweile momentan erst noch mit den ganzen Sachen beschäftigt bin, die ich momentan noch mache, wird das schwer. Also Guild Wars 2 habe ich, geht jetzt von Andreas und Dragon Age. So, was brauchen wir denn noch? Was Let's Play ich denn sonst noch?
Ich meine, Star Wars Knights of the Old Republic mache ich noch. Ja, Need for Speed passt nicht, weil das auch bald fertig ist schon. Darksiders. Das wäre auch so ein Ding. Also Darksiders kommt auch noch. Das habe ich auch eigentlich schon in einem anderen Bild schon bearbeitet oder reingearbeitet. Das ist auch nicht ganz so schwer. Einfach wieder multiplizieren, beziehungsweise negativ multiplizieren. Aber das macht mir dann ja auch keinen... Bringt dann ja auch nicht ganz so viel, wenn ich das doppelt quasi einbaue. Ansonsten... Ich kann natürlich Fess einbauen. Den kleinen süßen Mann. Oh, das mache ich sogar. Auch wenn das nicht als Let's Play geplant ist, ja süß. Also nehmen wir den jetzt. So. Außerdem ist das so ein schöner Kontrast zu ich meine, Guild Wars 2, okay. Aber zu diesem blutigen Dragon Age, zu Caesar mit der Knarre da. Das ist doch ein netter... Das ist doch mal was anderes. Da schaue ich mal ganz kurz, was sich da einfach am besten eignet. Aber auch da wahrscheinlich... multiplizieren einfach nur. Ne, multiplizieren eigentlich überhaupt nicht. Negativ multiplizieren vielleicht. Ne, auch nicht. Dann muss ich das vielleicht so machen, dass ich irgendwie versuche... Moment, ich mach den mal ganz kurz weg. Ja, geh du mal weg. Ich mach das vielleicht mal direkt hier. Ah ne, es ist jetzt kleiner. DuckTales. Woohoo. Okay. Kriegen wir hier das Blaue ganz gut weg. Das müsste ja eigentlich zu schaffen sein. Ja, das passt doch perfekt. Der macht hier gute Abstriche, sag ich mal. Passt alles perfekt. So. Das Gute ist, der Hintergrund ist jetzt transparent. Müsste ja sein. Okay, hier ist noch so ein bisschen was, aber das ist mir gerade egal. Wenn ich hier Doppelklick drauf klicke, dann... Moment. Dann ist es transparent. Okay. Dann müssen wir das alles nochmal kurz markieren. Sollte aber eigentlich zu schaffen sein. Ne, irgendwie nicht. Moment. Und so. Und von hier aus dann. Ah, so. Also erstmal einen Doppelklick drauf machen, damit der Hintergrund verschwindet. Also das war vorher ein Hintergrund und jetzt ist es eine Ebene 1. Genau, das brauchen wir. Ja, das war falsch. So, kopieren. Und einfügen. Ja, das passt doch. Aber ein bisschen kleiner. Yay! Okay, es passt allgemein eigentlich nicht rein, aber irgendwie finde ich es geil. Ja, lassen wir das so. Man könnte jetzt natürlich noch überlegen, mache ich noch irgendwas rein oder sonst was oder noch irgendeinen Schriftzug. Aber ich glaube, das lasse ich so. Ich finde nur dieses Dragon Age, das passt nur so zum Teil. Ich habe auch sonst nichts Besseres. Wie gesagt, Dark Souls, aber auch die passen jetzt nicht so Hammer. Was gibt's denn sonst noch so für Spiele, die vielleicht in Kürze kommen? Ich muss mal kurz überlegen. Ich meine, die Guild Wars Bilder kann man immer gut mit einbringen, aber davon habe ich jetzt schon eins. Von Battlefield habe ich auch schon genug gehabt. Mass Effect sowieso, aber Mass Effect, ne, nach dem Ende ist es sowieso irgendwie ein heikles Thema. Doch. Mir fallen meine eigenen Let's Plays gerade nicht ein. Meine Nase ist gerade schon wieder zu. Ganz plötzlich. Verdammt. Ich schau mal ganz kurz auf die Uhr. Ja. Was kann man denn sonst noch so benutzen? Oh, mir fällt gerade nichts ein. Ist das zu glauben? Verdammt, was habe ich denn noch als Let's Play geplant? Verstreiche ich hier wertvolle Zeit, indem ich nachdenke, was ich denn noch so vorhab. Oder ich baue wirklich einfach den Darksiders-Typ ein. Das ist auch doof.
Ich habe aber auch sonst nichts mehr. Nichts Passendes. Also es würden ein paar Sachen natürlich irgendwie geil reinpassen. Aber die vom Thema her irgendwie nicht reinpassen, sag ich mal. So vom optischen schon, aber vom thematischen nicht so. Ja, diesen Darksiders-Kopf. Ich bin noch am Überlegen. Wir schauen mal, wie das aussieht. So. Quasi negativ multipliziert. Nee, nicht negativ, sondern. Mir auch nicht. Was hatte ich denn da benutzt? Oder war das so? Ja, vielleicht hatte ich das dann sogar so auf multiplizieren und hat dann gesagt, okay, der Hintergrund hier bleibt einfach schwarz auf der Seite. Kann auch sein. Weiß ich gerade nicht mehr. Dass man das quasi so einbindet einfach. Und sagt, dass hier quasi die rechte Seite komplett schwarz wird. Kannst du ja auch machen, ne? Aber ist jetzt eigentlich nicht das, was ich vorhatte. Aber wäre eine Möglichkeit. Dann könnte ich zumindest auch den Dark Souls-Typ mit einbringen. Aber dann. Ich probier das mal ganz kurz aus. Ja, anwenden ist egal, du kommst weg. Und dann machen wir das mal so, dass wir eine neue Ebene erstellen, wenn der 4 Kalle da mal weg ist. Oder 4 Kalle oder wie auch immer. Hier unten können wir eine neue Ebene erstellen. Diese neue Ebene kommt jetzt nach hier, sagen wir mal. Und diese Ebene bemalen wir jetzt ein bisschen, nachdem ich wieder Musik angemacht habe. Beispielsweise das hier. Wir bemalen das Ganze und zwar in schwarz. So, ich bin auf der richtigen Ebene. So, ich mache jetzt hier erstmal so einen Übergang nach schwarz und zwar nach von da oben, weil nur da oben sieht man das auch, den Übergang. Hier unten oder so sieht man den ja nicht. So. Da muss ja auch ein Übergang da sein, nicht dass hier plötzlich schwarz anfängt. So, Übergang auf Deckkraft auf 100. So. Kann man natürlich auch mal machen, so eine grüne Seite und so eine schwarze Seite. So, ihr seht, wenn ich jetzt das hier in den Vordergrund drücken würde, das sieht jetzt nicht schön aus. Aber den Rest sieht man ja nicht. Also ist das egal. Das Blöde ist jetzt natürlich das hier, die Ebene 2, die sieht man jetzt nicht ganz so geil. Also diesen Drachen. Oder ist kein Drache, ist einfach so ein Muster. Benutzen wir jetzt nochmal ganz kurz den Dark Souls-Typen. So, den könnte man jetzt zumindest gut einbringen. Sollte man meinen. So, packen wir den mal rein. Den ein bisschen kleiner. Da könnte man den logischerweise einfach so da oben reinklatschen. Okay, wir machen mal. Ja, anbinden. Ah, das finde ich so nervig. So, das hier machen wir mal weg. Beziehungsweise nicht sichtbar. Hier können wir halt anzeigen lassen, was sichtbar ist und was nicht. Es ist zwar noch da, aber es ist nicht sichtbar für uns. So, und dann schauen wir zunächst einmal, dass wir das hier wegmachen. Ah, da habe ich ein bisschen blöd aus, glaube ich. So, und hier müssen wir jetzt natürlich aufpassen, dass wir hier unten erstmal Musik. Dass wir hier unten. Das sieht natürlich so ganz abgeschnitten ein bisschen doof aus. Deswegen machen wir auch hier mal Deckkraft runter. Werte auf 0. Machen da quasi so einen weichen Übergang rein. Das dauert so ein bisschen, aber. Jetzt auf Klicken. Damit da hier so ein weicher Übergang entsteht. So. Sieht ja gar nicht so scheiße aus. Aber ich kopiere nochmal die zweite Ebene, das ist dieses mit dem Drachen da. Die ich jetzt gerade nicht kopiert habe. Wir machen Rechtsklick drauf und Ebene duplizieren. So, und dabei machen wir jetzt einfach mal, die setzen wir mal ganz kurz in den Vordergrund, damit wir davon auch alles sehen. Mehr oder weniger. So, sagen der Kraft auf 100% und machen mal den linken Drache weg von dieser Ebene.
da die Ebene doppelt ist, sieht man sie auf der anderen Seite ja noch. Ja, da haben wir was vergessen. Hier, glaube ich, nur. Das ist das. Ah, das ist das. Okay. So, jetzt haben wir einmal... Jetzt haben wir einmal die rechte Seite und einmal die andere Seite. Da ich jetzt diese linke Ebene, also ich habe ja hier jetzt den Drachen einmal auf der linken und auf der rechten Seite und einmal nur auf der rechten Seite. Da man hier auf der rechten Seite den Hintergrund nicht sieht, diese Form, weil die halt überdeckt wird, habe ich jetzt nochmal eine zweite erstellt, die quasi jetzt anders multipliziert werden soll, beziehungsweise negativ multipliziert werden soll oder irgendwas, dass man die vielleicht noch sieht. Ich glaube, das ist gar nicht so gut möglich. Ja, ich hätte jetzt gedacht, mit Differenz wird das vielleicht gut gehen. Bei dem scheint auch nicht so. Man kann natürlich versuchen, das Ganze mal mit einer Farbüberlagerung auszuprobieren, aber auch das sieht scheiße aus. Weil das so ist. Nein, weil er dann das ganze Bild quasi farblich überlagert und nicht nur das, was man möchte. Dann werden wir eventuell auf der rechten Seite darauf verzichten müssen. Aber ich finde dieses schwarze Recht, das ist auch nicht so ganz das Geilste, oder? Dann finde ich das irgendwie doch geiler, aber ja, dann muss Dark Souls weg. Na, ich muss noch überlegen. Vielleicht finden wir noch irgendwas Geileres, was da noch rechts oben in die Ecke passt. Scheiße. Was habe ich denn sonst noch vor? Ich weiß, dass mir jetzt gerade nichts einfällt. Ja, wie gesagt, nochmal, Glitchlos wäre langweilig. Ich habe noch ein geiles Bild von Tyranigma, das könnte man einbauen. Das habe ich aber eigentlich auch schon woanders geplant, bei einem anderen. Auch doof. Oder wir bauen wieder meine geliebte Lightning ein. Kann natürlich auch machen. Die geht immer. Da haben wir sie. Ob die reinpasst. Das schreie ich auch nicht rein, aber den kann man's. So, das Ganze spiegeln wir jetzt einmal. Jetzt gehen wir hinweg. So, spiegeln, ja, spiegeln. Wie machen wir das denn jetzt? Ebene, Bild. Ich finde es echt schwer, hier so ein Ding zu spiegeln. Ohne dass man direkt das ganze Bild spiegelt, also das alles spiegelt. Man kann hier zwar Arbeitsfläche drehen, aber das ist nicht das, was ich haben möchte, sondern ich möchte nur dieses eine Ding drehen. Das ist gar nicht so einfach. Hier geht das auch nirgendwo. Ich brauche nur ein bisschen. Kann das hier oben irgendwo? Nee. Man kann auch hier noch was mit den Kanälen machen. Das sind quasi, aus welchen Farben die ganzen bestehen, also hier zum Beispiel, dass man das Rot rausnimmt oder das Grün beziehungsweise nur noch Grün Gras oder sowas. Damit kann man auch ein bisschen was machen, aber nicht das, was wir gerade brauchen. Wir schauen erstmal abdumpeln, multiplizieren. Ich meine, multiplizieren, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Das kann man zumindest mit einbringen. Das sieht auch gar nicht so scheiße aus. So, jetzt müssen wir das Ganze noch spiegeln. Geht das hier oben vielleicht? Da. Achso, ja, erstmal annehmen. Geht das hier gar nicht? Verarschen. Nee, erstmal das Ganze markieren, oder was? Scheiße. Was ist das hier? Ansicht drehen. Irgendwo ging das. Ich weiß es gerade selber nicht. Filter ist natürlich auch was Tolles. Farbbereich, alles unwichtig. Ich brauche irgendwo transformieren. Ah, das ist hier nicht so. Dann war das hier nicht irgendwo? Neue Einstellungsebene. Ich glaube, ich übersehe gerade irgendwas. Anordnen, ja, schrittweise nach hinten und alles. Das kann ich auch so machen. Bearbeiten. Das müsste eigentlich hier bei Bearbeiten sein, oder nicht? Frei transformieren, hier, spiegeln. Vertikal spiegeln.
Oh, Vertical ist das Falsche. Das ist horizontal spielen. Das vertue ich mich auch immer. Nochmal vertikal spiegeln. Und dann horizontal spiegeln. Sieht jetzt zwar auf der anderen Seite ein bisschen scheiße aus, muss ich sagen. Ich finde sie andersrum irgendwie geiler, aber ist egal. Ich finde sie auf der Seite irgendwie besser. Sonst machen wir das mal so, dass Caesar Fast bekommt und bei Guild Wars Dingens hinkommt. Ah, ich kann auch einfach so machen, natürlich. Jetzt auf einmal. Packe ich sie quasi nach da. So, auch hier müssen wir wieder aufpassen. Naja, anwenden. Hier quasi einen leichten Übergang machen. Ein paar Mal klicken. So, außerdem kommt sie... Achso, sie ist schon weiter nach hinten. Ich dachte, sie wäre noch über dem Typen hier. Unten. Ist sie aber gar nicht. So, und dafür kommt Fest jetzt auf die andere Seite. Und hier kann ich jetzt nicht spiegeln. Aber nur wenn ich es markiert habe, dann kann ich spiegeln. Oder auch nicht. Komisch, warum konnte ich gerade spiegeln? Ich verstehe es nicht. Egal, transformieren, horizontal spiegeln. So. Gut, auch da passt Fest jetzt nicht unbedingt rein, aber ist egal. Jetzt sieht es ein bisschen komisch aus mit diesem Durchlässigen, aber... Oh, was haben wir denn da? Fehlt da oben was, oder wie? Also ich habe, glaube ich, nur einen Teil gespiegelt, oder? Oder fehlt es vom Kopf ein bisschen was? Dann müsste ich eigentlich schon mal... Das müsste dann, glaube ich, irgendwie noch da... zugehört. Das ist aber auch noch in der gleichen... in der falschen Größe. Moment, dann mache ich das nochmal so. Das kommt nochmal weg. Kriegen wir das Ganze nochmal kurz neu. Das hat jetzt nicht allzu lange gedauert. So, sagen... Ganze soll ein Stück kleiner. Das würde ich jetzt so machen, dass man irgendwie diese Lücke hier ausfüllt. Aber irgendwie geht das auch nicht so wirklich. So, multiplizieren. Das sieht auch scheiße aus, dann so. Ne? Zumal man dann unten nichts mehr sieht. So. Dann ein letztes Mal hier radieren. Da ganz wichtig, dass man Härte auf 0 hat oder zumindest auf nicht 100%. Das sieht scheiße aus. Ups. Ja gut, ich muss sagen, ich finde diese Stelle hier unten ein bisschen scheiße. Wenn man sich jetzt das ganze Bild mal in 100% anschaut, das Ganze ist übrigens Full HD quasi. Dann geht das schon. Wir lassen das jetzt so. Ich werde das Ganze speichern. Also, einmal natürlich speichern unter, ich mache es immer ganz gerne, grün 1 habe ich schon, deswegen grün 2. Einmal als Photoshop-Datei. Ach, beziehungsweise, ja doch, als Photoshop-Datei kann ich das lassen. Das hier muss natürlich aus, weil sonst ist das auch im Hintergrund, das brauchen wir nicht. So, deswegen kann das aus, egal wie scheiße das hier aussieht, das ist später nicht zu sehen. Und nochmal speichern unter JPEG. So, und da muss man jetzt aufpassen, die Datei darf nicht über 1 Megabyte groß sein. Also hier, da würde ich noch gerade mit hinkommen, glaube ich. Oder 800 Kilobyte, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, so müsste es gehen. Schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz an, ob das jetzt funktioniert. So. Kanaleinstellungen. Entfernen, auswählen, Bilder, YouTube, so und dann Grund 2. So, schauen wir mal, ob das geht. Ja, maximal 1 Megabyte. Empfohlene Abmessung, 800x800 Pixel, natürlich.
Achso, Avatar-Bild. Ja. Ist natürlich auch geil, dass ich jetzt gerade das Avatar-Bild entfernt habe. Kanaleinstellungen hier Hintergrund entfernen. Gerade schon gewundert. So, das müsste jetzt aber gehen. Müsste das hier gleich erscheinen. Nur Vorschau-Modus. Ja, ich weiß. Dann schaue ich mal ganz kurz Steam. Ja. Bin in der Aufnahme, aber. Ist egal. Oh, Left 4 Dead 2, hätte ich auch gerne. Let's Play Zombie? Ja? Nee. Abstimmen. Okay. So wird das jetzt bei mir aussehen. Ja, gut, das mit dem unten ist noch scheiße. Wenn ich jetzt Scroll mache, ändert sich da auch noch nichts. Ich mach mal ganz kurz fertig. So, und ihr seht, ich kann scrollen, wie ich möchte. Ich komme dann nicht zum Ende. Dementsprechend, und auch hier im Hintergrund diese unschönen Kanten, die sind nicht mehr zu sehen. Da ich jetzt keinen Full-HD-Bildschirm habe und keine Auflösung dementsprechend habe, sondern das Ganze ein bisschen kleiner bei mir angezeigt wird, ist quasi hier ein bisschen was am Ende nicht zu sehen. Also ich sehe jetzt zum Beispiel nur hier so ein Teil vom linken Auge, obwohl es eigentlich komplett da ist. Das mache ich aber extra ein bisschen größer, damit Leute, die einen größeren Bildschirm haben, auch den kompletten Hintergrund sehen und nicht was abschneiden haben, sondern also dann so ein stumpfes Schwarz. Das wäre auch scheiße. Okay, dann lasse ich das jetzt so. Das wäre es erstmal mit der ersten Folge, wie ich einen Hintergrund erstelle. Theoretisch ist das nicht mehr. Nicht mehr, nicht weniger. Und, ja, wie gesagt, die Datei packe ich euch unten rein. Und da könnt ihr eventuell, falls ihr Photoshop habt, also falls ihr nur GIMP habt oder nur Paint.net, dann funktioniert das nicht. Dann müsst ihr euch das quasi selbst erstmal machen. Mit Photoshop geht das. Und, ja, ich würde sagen, das wäre es erstmal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, die aber warten, also die noch dauern kann. Also ich sage jetzt nicht, dass ich hier jede Woche irgendwie was mit Photoshop mache oder so. Das war jetzt einfach mal so, weil ich sowieso nochmal bei Facebook gefragt habe, ob ihr sowas sehen wollt oder nicht. Und da kriege ich schon ein Ohr zu hören. Ja, ich weiß. Nein, weil dann war natürlich jetzt nicht auf dieses hier bezogen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, die irgendwann kommt. Der Sohn von Sylvester Stallone ist tot. Ja, kann sein. Rührt mich jetzt nicht so, um ehrlich zu sein. Aber egal, das soll jetzt gar nicht Thema sein, sondern Thema soll jetzt sein, dass ich aufhöre. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also Leute, haut rein und viel Spaß beim selber machen. Bis dann.